Was haben wir hier für Jobs rumliegen? 10.000 zum Hafen, da waren wir auch noch nicht. Und der andere wäre. Ah, würden wir in der Leere Sachen fahren, aber gut. Oh. Was ist denn jetzt gerade hier zum Hafen? Geht es da unten hin? Ach du. Puh, das ist ein ordentlicher Weg. Das ist ein ordentlicher Weg. Wie würden wir denn am besten fahren? Ausgehend davon, dass der Route Manager da nicht wieder nicht will. Hier entlang, dann würde ich sagen hier lang. Und dann fahren wir hier unten lang. Oder wir fahren hier entlang, biegen dann hier ab und fahren erstmal hier lang. Wird ja auch schon reichen. 65 Minuten soll das Ganze dauern. Eine Tonne, wir fahren Traktoren. Ja, da würde ich auf alle Fälle den hier nehmen, wobei der andere ist ein kürzerer, ne? Aber bei der Food Factory waren wir schon. As far as I. Nee, Moment. Wir hätten zur Food Factory fahren können und haben uns aber für die Goods Factory entschieden. Ja, leere Wagen und dafür ein paar mehr als nur drei Stück. Wie viel sind das? Essen? Sechs Stück? Nee, fünf Stück. Aber wir bekommen halt hier mehr für. Weil der Train Value ist halt höher. 0,17 Millionen. Ja, dann fahren wir mal zum Hafen. Für seinen Fall zum Hafen bringt mehr Geld. Traktoren sind bei B5. Ist das dahin gerutscht, ernsthaft? Alles ein nach rechts gerutscht, das heißt, wir haben ja nicht mehr die Karte. Doch, wir haben noch die Karte. Hä? Verwirrend irgendwie. Das war B. Okay, das heißt. Ne, Moment, wir sind jetzt bei C. Das heißt, wir waren gerade eben bei B. Dann können wir einfach wieder rausfahren. Super. Na, die kommen halt mit einem der Zeit los. Solange der Konten halt gefällt, na, dann bleiben halt Leute da. Dann muss man halt nicht irgendwie, was weiß ich, sich mit irgendwelchen Bot-Seiten oder Bottings oder whatever irgendwie rumbemühen. Kann man alles, man kann auch alles legit machen. So gesehen vom Prinzip her hätte ich auch deutlich mehr jetzt haben können, aber. Der legitime Weg ist dann doch besser. Nicht nur fürs eigene. Nicht nur für das eigene persönliche Gefühl und so, sondern halt auch. Für die Zukunft so gesehen. Ich verstehe auch nicht, warum manche Leute das halt machen. Hier kommen wir dann rauf. Das ist dann das Militärgelände. Nice. Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich noch Battlefield oder Cargo fahren. Es gibt auch verschiedene Military-Lizenzen. 1, 1, 2 und 3 scheinbar. Da wollen wir jetzt hin. Das Ganze wieder rückwärts. Und zurück. Ja, also na, solche gebotteten Kanäle, die stechen uns natürlich ins Auge, weil sie halt gebottet sind und dadurch halt irgendwie mehr vorgeschlagen werden oder whatever, wie man es immer nennen mag. B50 ist dort. Das heißt, wir müssen erstmal hier rüber. Geradeaus in die nächste Weiche muss dann umgestellt werden. Ja, perfekt, passt. Man muss halt auch hier auch die Weichen umstellen und so weiter, ne? Also,
Es ist eventuell ein Koop. Könnte kommen, eventuell. Da könnte man halt das Ding sich halt aufteilen. Der eine fährt, der andere stellt dann die Weichen um oder so. Aber das ist halt auch. Die wissen halt selber nicht, die Entwickler, ob das. Waren wir jetzt zu schnell dran? Nee, wunderbar, perfekt. Ich mach das Ganze nochmal kurz aus. Weil wir nicht so viel Sprit hier verbrauchen. Ja, man kann halt auch entgleisen und so, ne? Also. Das gibt natürlich Sinn beim Game, was Derail Valley heißt. Bisher bin ich noch nicht entgleist. Erstmal auf Holz klopfen. Gut, dass man einen Holztisch hat. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dann haben wir das auch. Dann können wir jetzt eigentlich nochmal kurz gucken, ob das vielleicht funktioniert. Route Manager, neue Route. The Job Destination, Error in Pathfinding, Error in Building, neue Route. Okay, das will einfach nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Hat man halt ein bisschen mehr zu tun. Wir sind dort. Gut, wenn wir jetzt das so machen, dann würden wir natürlich in den Norden rausfahren. Wenn wir eine große Runde drehen. Das war jetzt belastend. Haben wir hier keine Möglichkeit? Ich glaube, doch, da hinten hätten wir die Möglichkeit. Okay, dann würde ich sagen, drehen wir den ganzen Bums hier, damit wir auch in die richtige Richtung fahren. Kostet natürlich wieder massig Zeit, die wir eigentlich nicht haben. Aber dann fahren wir zumindest in die richtige Richtung. Das war zu doll. Okay, keine Message. Okay, ich bin überrascht. Eigentlich war das so doll, dass ich eigentlich gedacht hätte, wir bekommen wieder eine Message, dass wir schon lange gefahren sind, aber hat noch gepasst. An. Jetzt Saft. Okay, das ist auch neu. Vorgerollt oder sonstiges, aber das Ganze wieder schließen und dann können wir vom Prinzip her geradeaus. Manager, neue Route vom Jobcast to Job Destination, Error.
auch alles. Da kann ich auch gleich wieder mit Plus und Minus dann wieder das Ganze ändern. Können wir jetzt auch wieder rausgehen, dass wir beim Switch sind. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal hier wirklich nur gerade, eigentlich schumpf erstmal denselben Weg und nach der Farm vor der Steel Mill fahren wir dann rechts hier rum. Sind wir bei 50, 60, 70, 80, 90, 100. Beschleunigen wir erstmal hier wieder schön. Und dann fahren wir auch zum ersten Mal zum Hafen. Ich bin mal gespannt, wie der Hafen dargestellt ist. Apropos Hafen, also kommen so geile Spiele, boah, so geile Spiele können eventuell rauskommen in diesem Jahr. Mit Stories, die halt auch. Ja, sowohl mit Stories als auch mit Progress und Erfahrungspunkte und Freischaltung und auch das Ganze mit interaktiv, dass die Welt sich auch verändert. 90, 80, 70 glaube ich. Guck mal kurz nochmal nach. Sicherheitshalber. Ja, das passt. Im Winter, es sieht auch schon nice aus. Aber also den Winter, den haben sie echt gut hinbekommen. Das zeigt zumindest, dass es höchstwahrscheinlich auch Jahreszeiten geben könnte. Halt durch Patches. Was echt nice ist. Was haben wir denn da? Da haben wir den Markt. Hier sind wir schon krass. Schon weit gekommen. Das heißt, bei der Stadt geht es dann runter wieder auf 30. Also wir rollen sowieso jetzt erstmal ganz erstmal bergab. Ich glaube, wir haben eher nur eine maximale Geschwindigkeit von 70 oder so. Wir gehen dann trotzdem einfach hoch, damit wir nicht weiter abgebremst werden. Mal sehen. Dann haben wir weiterhin die 100. Allein das macht es halt schon super an, noch um ein viel mehr, also um noch ein viel mehr. 90, 80 macht es dann noch viel angenehmer hier zu fahren, dann halt nicht wirklich. Dann mal hier so gesehen auch ein Tempomat drin hat. Durch den Mod. Runter. 60, 50, 40, 30. Jetzt sind wir wieder in der südwestlichen Stadt. Müsste aber eigentlich noch alles richtig sein vom Wegpunkt her. Haben wir den? Sind wir sogar erst nur auf 40? Ja, ich glaube, das ist richtig. Sogar nur 40. Ja, sogar noch. Ja. Wir waren gar nicht da, wo ich sein wollte. Wenn es schon mal 30 aber dann waren wir noch nicht bei 30.
Das ist ja alles noch wunderbar. Und dann hier vorne können wir dann wieder 70 dürfen ab hier wieder fahren. Schön mit den Traktoren hinten dran, mit den alten Traktoren. So. 40, 50, 60, 70. Und wir fahren erstmal weiter geradeaus. Das müsste noch alles passen. Da haben wir noch die 90. Wunderbar. Aber noch ein am Beschleunigen sind wir noch. Okay, dann sind wir das erste Mal derailed. Ah, your first derailment, genau. No worries if you can't afford re-railing. I'm finishing the job, consider discarding it to the trash bin so you can do another one. Das ist jetzt belastend. Ich bin gerade unsicher, war das, dass man... Für 1034, genau. Das heißt, wir zahlen nochmal oben drauf. Ich kann das erst da hinten machen. Wieder verkehrt rum, ne? Ne, wir sind nicht richtig rum. Nicht einfach so, wäre ich mal nicht so dämlich gewesen und hätte, wir machen das einfach mal so, ist auch das Wichtigste vergessen, dann packen wir mal den da wieder drauf. Wie viel Kohle haben wir jetzt noch, ist halt eine gute Frage. Dann müssen wir es halt wieder näher ran. Dann docken wir erstmal an dem anderen an und dann ans Gespann. Weil vielleicht können wir den sogar einfach an die anderen Blätter ziehen. Ich merke schon, ich hätte erst den anderen da hinten anpacken sollen. Ja, alles klar, dann viel Spaß beim Zocken.
Danke, freut mich, dass dir das gefällt. Habe ich das anderen da gemacht? Ich weiß es gerade nicht mehr, verdammt. Zack und zack, muss ich nochmal kurz überprüfen. Kommen wir ja weiter. Mal gucken, ob wir noch Geld verdienen mit dieser. Das Ganze natürlich wieder ein bisschen lauter drin, weil die Scheiben kaputt gegangen sind. Vielleicht müssen wir sogar beiwerfen. Eventuell haben wir auch Schaden an der Umwelt gemacht und müssen dafür noch Strafe zahlen, aber schauen. 5000 müssen wir sowieso zahlen für das Fies, von daher passt das dann sowieso. Central fahren.
müssen wir bei unserem Haus bauen, was wir da alles so machen können. Dann kann man ja Sachen zumindest lagern. Ah, stimmt. Wir können dann diese ganzen, die ganzen Lizenzen könnten wir dort lagern. Genau. Glaube ich. Ausgemacht haben, den Ventilator. Wollen wir auch mal darauf.
auch wenn wir das Tempo wahrscheinlich nicht erreichen werden, aber ich glaube, ich werde auch mal sein. Bleiben wir erstmal bei den Höhen, werden wir so einen Berg, ich kann den hinauf. Bergmassiv hier. Ah, das ist echt nice. 90, 80. Das ist noch zur Hälfte da. Schön dieser Bergsee. Das ist schon echt ein schönes Spiel. Auch ein sehr schönes Early Access Game. Darf man natürlich vergessen, dass alles noch Early Access ist. Wir werden nicht wirklich ein Environmental Fever kommen, weil wir eigentlich sind ja nur ein bisschen oben so gesehen. Ich muss jetzt halt nochmal den Frank wieder ausmachen. Ah, so wird es in den anderen Stellen. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir gleich wieder rechts ran wollen. Wahrscheinlich geht es dann hier links über die Brücke, genau. Ja, das ist wirklich so. Unter 40 müssten. Das könnte natürlich wieder langsamer werden, wenn das ja was ich doch etwas. 60, 50, 40. Erstmal schön ordentlich hier einen starken, wenn wir jetzt hier abrutschen würden, das dann wieder hier hochzupacken, das wäre zu hoch zu riefen, das wird dauern und schweinenteuer werden. Da vorne dürfen wir wieder 60, aber wir sind auch schon bald beim Hafen. Der Hafen sieht aber auch ganz schön wild aus, ne? Zeit, dass wir uns den Hafen anschauen. Beziehungsweise erstmal, wo wir hin sollen. Wir sollen zum G5I. Ja, wir kommen vom Westen und G ist einmal, oh Gott, einmal außen rum. Links, weiter geradeaus, dann rechts und nächste links. Okay.
Ah, es wird spannend. Wir müssen jetzt hier schon weiter lang schlängeln. Wir dürften prinzipiell sogar 50, 60. Sehen können, sind halt noch die Docks B und C wieder so komplett reingehen. B, C und das andere dort und das sind dann halt beim unteren von denen. Ah, schon etwas größer das, ne? 50, 60, 70, 80. Sprit ist noch zum mehr als ein, ist noch zu einem Drittel da. Ich wollte bremsen, habe aber leider das Tempo erhöht. Deswegen nochmal das zweite Derailment. Das Heft ist genauso schlimm ist wie das erste. Und das noch so kurz vom Ziel belastend. Den ganzen Spaß, den wir beim letzten Mal machen mussten, müssen wir jetzt auch wieder machen. Das kostet alles Geld, das ist alles belastende. Derails an einem an einer Tour ist auch echt belastend. Dingst, ey.
Es ist super, dass es bergab geht. Das heißt, wir werden. Der wird weiter wegrollen. Das ist echt. Das muss noch beeilen. So, das gute Stück hier ran. Zack. Es noch geht ran, dann wieder anschließen. Dann wir kurz gegenchecken, ob wir es hier wirklich gedingst haben. Haben wir. Dann wollen wir jetzt mal wirklich abliefern hier. Ohne eine weitere Entgleisung. Die ganze Zeit gerade ausgeht, weil wir zu sehr Probleme hatten. Thank you.
auch jemals ankommen. Aber hiermit kommen wir nicht mehr an. Der Zug ist abgefahren. Hier wird das laufen. Belastend. Alles sehr belastend. Noch. Da müssen wir lösen. Aber bei den anderen Zug an. Und wenn wir es hinbekommen, ziehen wir da einfach das ganze Gespann dahin. Also wenn wir die Erlaubnis dafür haben. Hätte ich jetzt den scheiß Anruf noch bekommen, hätte ich jetzt auch bremsen können, aber gut.
Stückchen müssen wir noch. Dann müssen wir auch hier die Bremse, steigen hier wieder ein, setzen den Rückwärtsgang an, lösen die Bremse und fahren jetzt Richtung G2. Oder wo sollten wir mal hin? G5i. Fahren wir jetzt zu G5i. Achten wir jetzt auch wieder drauf, dass wir die richtigen Signale stellen. Richtige Weichen meine ich. Das haben wir schon gestellt gehabt, genau. Solche Touren muss es natürlich auch mal geben, ne? Dafür ist es ja auch da. Zum Derailen so gesehen. Geradeaus weiter und dann nach rechts rum. Aber nein, ist doch noch richtig. Oh, da haben wir G5i sollten wir, ne? Ach Gott. Nehmen wir jetzt auch die 0. Hab ich hier hingemusst. Jetzt da biegen wir die Bremsen gerade. Dann checkt
auch der durch die Rechnung machen, achten. Und wieder rückwärts. Wir müssen lösen. Koppeln wir gleich wieder alles ab. Schauen wir mal, ob wir mit der einen Lok weiterfahren oder mit der anderen. Zahlen müssen wir eh. Glaube ich. Wahrscheinlich sogar für beide 5000, wenn ich Pech haben. Ja, das passt. Das auch etwas trennen. Ich glaube, die spawnen auch irgendwann wieder. Wo wir erst gar nicht. Haben wir das gar nicht. Wow. Wow, was ein Fail. Dann geben wir den Bums mal ab. Ah, hier eine kleine Station Office. Hat ja auch was. Ich will gar nicht wissen, was wir dafür bekommen. Wir waren nicht schnell genug. Kein Time-Bonus. Oh, wir mussten aber richtig zahlen. Schnell weg damit.